Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Heute wieder mit der Herausforderung des Schnitters in Meister der Jagd mit 30.000 Gearscore. Keine Artefaktkräfte, keine Reittierkräfte und keine täglichen Kräfte. Also im Endeffekt eigentlich keine Kräfte. Wir können einfach zusammenfassen, keine Kräfte. Aber Meister der Jagd ist nun ja doch ein bisschen was Leichteres. 30.000 Gearscore sind nun auch wieder, glaube ich, für viele machbar. Das gehört also zu den Herausforderungen der Jagd. Oh, zu Herausforderungen des Schnitters. Meine Fresse. Ah, das Kaninchen ist schon wieder komplett neben der Spur offensichtlich. Die machbar sind, wollte ich gerade sagen. Und dann sieht es, wie hier unser Tank ordentlich ins Gesicht bekommt. Ach ja. Balancing. Und auf Hochscaling der Standardmobs. Ach ja. Ach ja, ich vergaß. Die hauen dann ja immer mehr zu. Das Gute ist, man kann in diesem Kampf nicht verlieren. Es gibt ja kein Timer, der irgendwie abläuft oder so. Man muss also nur hier irgendwie sich durchsterben. Auch deswegen ist das wieder eines der Herausforderungen, die für jeden im Prinzip machbar ist. Wir können hier einfach nur wieder die Todesliste versuchen, möglichst voll zu sammeln. Und ich glaube, Heiltränke lohnen sich hier auch nicht. Und so kurz wie die Map ist, das ist ja auch wirklich eine kurze Map, ist auch das. Wobei ich gerade nicht weiß, wo eigentlich immer, ob hier irgendwelche Respawn-Punkte zwischendurch gesetzt sind. Da hat man ja eigentlich normalerweise auch gar keine Probleme mit. Man stirbt hier ja nicht. Der Dungeon selbst hat ja auch gar keine Relevanz mehr, storytechnisch, seitdem Charan da ja überarbeitet wurde und Alt-Charan da weg ist. Mit Malabok und seinen Schergen ist das hier ja auch, gibt's ja keinen Grund mehr, hier zu sein. Und vermutlich dementsprechend auch für neue Spieler etwas unverständlich, was dieser Dungeon hier sein soll. Woher kommen denn die Fomora-Hexen und diese ganzen Zyklopen? Die sind gar keine Zyklopen, die sind Riesen, ne? Wie heißen sie? Trolle? Trolle! Glaube ich, die hier noch rumlaufen. Aber naja. Lieber, da bin ich auch. Also, ich hätte es mir gewünscht, wenn sie das alte Charan da gelassen hätten und einfach das neue Charan da dazugepackt hätten. Also von wegen 5 Jahre später. Das hätte ich mir schon gewünscht. Ich hätte auf keinen Fall haben wollen, dass sie die Dungeons rausnehmen. Denn, ne, wir haben nicht unendlich viele Dungeons und Prüfungen und Gefechte. Da ist es, glaube ich, nicht gut, wenn denn welche entfernt werden. Und vielleicht kommt ja irgendwann Charan da 3 und dann wird das alles wieder sinnvoll. Mir auch gerade auffällt, dass ich hier gerade. Ich habe jedenfalls ein leichtes Rubberbanding. Ist meine Internetleitung gerade so schlecht? Ist meine Internetleitung überlastet? Oder was? Was geht hier? Ein Schwein. Das ist auch eine Fähigkeit, die man sonst außerhalb von Charanda, Alt-Charanda, eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr kennt und sieht, oder? Das Risiko, verwandelt zu werden in ein Tier, mal vielleicht abgesehen von Mannequins Banküberfall, wenn Jim einen, Zeit für Wunder, in ein Huhn verwandelt. Ansonsten gibt es aber, glaube ich, gar keine Verwandlungsgegner mehr, oder? Meine Güte, die halten aber ordentlich was aus. Oder wir sind einfach sehr schlecht. Das mag auch sein. Ich bin ja. Ich glaube, normalerweise muss man hier nicht mit einem Standard-Team rumlaufen. Heißt, ne, ein Tank, ein Heiler, 3 Damage-Dealer. Man kann ja auch mit 5 Damage-Dealer rumlaufen. Es ist spät, mein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig.
Aber ich glaube, in diesem Modus ist es nötig, die klassische Variante zu haben. Dafür hauen die einfach viel zu doll zu hier. Und der Endboss kann ja auch noch Monster spawnen, fällt mir gerade auf. Der spawnt ja fleißig und regelmäßig neue Mobs. Das ist natürlich eher ungut. Kann man in den Kampf wieder reinschauen? Alles so Dinge, die man gar nicht weiß. Also ich jedenfalls nicht, weil ich nie in die Situation komme, dass ich das muss. Und unter dem Aspekt ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Zeit für Wunder. Au. Dass man... Okay, man startet immer von Anfang an wieder. Okay. Dass man solche Fragen sich dann auch mal beantworten kann. Hat also auch was Gutes. Und jetzt kommen wir zum Meister der Jagd. Da steht er, der Endboss. Schon sind wir da. Meister der Warenjagd. Ich bleibe mal ein bisschen weiter weg erstmal. Kurz gehe ich vielleicht hin um meine... Er selbst, wie ihr seht, macht nicht so viel Bumm, weil er ja einfach auch nicht so stark... gebufft wird. Kennen wir ja, es sind ja die Standard-Mobs, die sehr stark gebufft werden. Er hält dann einfach ordentlich was aus, aber das ist auch alles. Zeit für Wunder. Oh, da kommen jetzt Mobs. Das ist aber unangenehm. Das ist aber unangenehm. Ich wollte das natürlich nur mal testen, um zu gucken, ob man wieder in den Kampf reinjoinen kann. Natürlich. Da kann ich ja auch nicht davon ausgehen, Prüfungen sind alle gleich. Ich glaube, dass zum Beispiel die Gestade von Türen als Prüfung, als Gefecht meine ich natürlich, als Gefecht zählt. Und da kann ich ja nicht in den Endkampf wieder reinjoinen, aber hier schon. Hier kann ich wieder in den Endkampf reinjoinen. Zeit für Wunder. Lass mich mal. Ich sag, lass mich mal. Möchte den Tank markieren. Dankeschön. Au. Wollte doch noch ausweichen. Schön aus meiner zweiten... Oh, schön aus meiner Heilung mal raus. Brauchen wir ein bisschen weniger Agro, vielen Dank. Heilt er sich? Oh nein, konnten die... Warte mal, mir fällt gerade ein, die sind doch diese... Wie heißen sie? Die spawnen doch hier, glaube ich, auch die Heiler, oder? Heilen die den Boss auch? Ich sehe sie jedenfalls noch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hätte gerne tägliche Kraft. Ich hätte gerne 1. Zeit für Wunder. Okay, er leuchtet. Damit sehen wir ihn auf jeden Fall jetzt regelmäßig. Das ist schon mal gut. Kann er nicht einfach sich tarnen und verschwinden. Die da. Die Welker. Können die den Boss heilen? Lass uns das gar nicht ausprobieren. Die können nämlich heilen, die Welker. Die will gar nicht wissen. Oh, jetzt versucht und. Nee, okay, die heilen sich gegenseitig.
Au, au, au. Zeit für Wunder. Ah, ja. Tarngras. Sehr gut. Ein paar der Damage Dealer kümmern sich um die Standard-Mobs. Das ist eine gute Idee. Dass man hier entsprechend ein bisschen mehr. Toll. Schild. Mehr Ruhe dann noch hat. Da hinten sind noch Welker, zwei Stück. Oh Gott, da ist noch plötzlich der Tank ein bisschen. Oh Gott, Odin wurde einfach wegfräst. Bitteschön, Odin. Jetzt sind schon wieder ganz schön viele Mobs. Wenn zur Not ist, kann man einfach, muss man nur schnell genug wieder zurück. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Boss auch resettet, wenn kein Kämpfer mehr da ist. Das wäre sehr unangenehm. Zeit für Wunder. Ah, krass. Sehr gut. Aber ansonsten kann man zur Not schnell wieder in den Kampf zurückreiten. So, weg mit dem Boss. Weg mit dem Boss. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das lief sehr gut. Der Anfang war ein bisschen holprig. Und dann lief es aber wie geschnitten Möhre. Jetzt holen wir uns noch die beiden Kisten. In der Hoffnung, was wir hier dabei zu haben. Und das ist übrigens auch einer der Dungeons, wo es sich auch im normalen Spiel lohnt, diesen zu farmen. Denn er geht normalerweise sehr, sehr schnell. Man kommt super schnell hier am Ende hin. Gerade wenn man Wonne des Gewölbeerkunders, wenn das gerade läuft. Denn hier drinnen, das sind Premium-Truhen. Hier kann also Premium-Blut drinnen sein. Deswegen können wir auch neu auswürfeln. Und man hat hier, warum auch immer, eine erschreckend hohe Wahrscheinlichkeit, im Vergleich zu anderen Truhen, Zaumzeug zu droppen. Und deswegen lohnt es sich hier zu farmen, gerade bei Wonne des Gewölbeerkunders, um hier die Chance zu haben, Zaumzeug zu droppen. Der Dornschlüssel, falls ihr den braucht, den gibt es hier im wundersamen Bazar. Unter Abenteuer kann man sich hier den Dornschlüssel kaufen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Oh, Glyphe des Weißen Drachen, auch nicht schlecht. Ich würfel aber natürlich hier, auch wenn es ein paar Astraldiamanten kostet, einfach nur um zu schauen, ob wir ein bisschen Glück haben. Haben wir leider nicht. Schwarze Drachenglyphe ist nicht so mächtig. Und das war's für heute schon. So schnell kann's gehen. Das war ein kurzer Run. War auch ein recht schneller Dungeon. Herausforderung des Schnitters, Meister der Jagd. Mit 30.000 Gearscore, keine Artefaktkräfte, keine Reitkräfte, keine täglichen Kräfte. Ging trotzdem. Ging trotzdem. Ne? Wie wir hier sehen. Es ging. Es ging. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.